Wir sind so ein Gehirn, ein Hive-Mind einfach. Ja, ich versuche mich gerade alle Toiletten zu verkaufen. Okay, let's go! Wir fangen, bitte nicht ich, nur weil ich erster bin. Bitte nicht ich. Ich glaube, die Reihenfolge ist in der ersten Runde immer gleich. Oh nein. Ja, Mike. Okay. Also, Freunde, haltet euch gut fest, denn ich präsentiere euch... Okay. Ich präsentiere euch Bugs Bunny Ü-Eier aus dem populären Crazy Castle Franchise mit all deinen Lieblingscharakteren. Und mit einer winzigen Chance findest du vielleicht sogar einen Limited Edition LVGN-Figur in einem der Ü-Eier. Die sind aber strengst limitiert, also kauft schnell. Eine LVGN-Figur? Ja. Also, es sind eine von denen ist eine Figur, die den Rest ist scheiße drin. Hä? Nein, das sind auch normal. Da stand doch Figuren aus dem Fanpage. Also, wir haben hier folgendes. Wir haben hier eine Münze aus dem Pilzkönig. Und zwar soll das die Währung einer längst ausgestorbenen Zivilisation sein. Es wird gemunkelt, dass dieser aus pilzähnlichen Wesen bestand, weil man auf der Münze so Pilzsporen gefunden hat. Okay. Ja, und diese Münzen wurden halt in alten Ziegeln, aber auch in gelben Blöcken mit einem Fragezeichen drauf gefunden. Achso, wir machen das in Gruppen jetzt. Ah. Ja. Das finde ich sogar besser, dann hat man mehr Chancen zu gewinnen. Ja. Komm, eine Person. Oh, 6. The fuck? Ein voller Erfolg. Die Leute wollen unbedingt diese Limited Edition LVGN-Figur. So, Gruppe 2. Nee, alles schlecht, finde ich schon nicht doof. You're up, Kotze. Okay, jetzt bin ich geheim. Kotze. Also, das hier ist das Auge der Wahrheit. Oh Gott. Sauron, das ist ein Ring. Und wenn du ihn trägst, den Ring, dann siehst du jede Wahrheit. Oh mein Gott. Aber du kannst ihn nie wieder ausziehen. Nein! Kann man damit auch Leute nackt sehen? Ja. Okay. Nee, dann ist schlecht. Man kann alles sehen. Man kann jede Wahrheit sehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, oh mein Gott. Okay, wir haben die VR-Brille. Dieses Mal kein Scam. Ey! Es ist kein Scam, wirklich. Okay. Und es hat ein Special Feature, es ist... I'm sold. Michael weiß, wie er uns bekommt. Ja. Alles klar. Was geht noch weiter? Leute, ja, natürlich bin ich auch noch da. Also, wir haben hier der allererste Freddy. Oh mein Gott. River Freddy. Dieser dicke rote Typ wurde von Freddy. Frederik und F. Wegen einer Fehlforschung, die dafür gesorgt hat, dass Kinder keine Angst hatten, wurde er aber nicht verkauft. That makes sense. Okay, das muss jetzt so bestimmt mehr als 6 10. Junge! Ah. Nein, das hat 900 gekostet? Alter, das neueste. Alter! Nichts. Oh, du hast ja gar nichts rausbekommen, Michael! Immerhin 5 Boats! Das war eigentlich das mittlere, da waren noch teureres. Ja, er hat 9100 Gewinn gemacht, das ist super. Hey, stimmt, meinst du dich auch? Davor 9-0 gekostet, aber ich habe halt, gekämpft. Hör, ich bin Zweiter? Ah, Mary! Also, Leute, ich habe hier für euch Luigi's Schreckweg 1807. Ja. Und nicht der neue 0962. Das ist ein sehr alter Prototyp von Luigi's Mansion, wie man ihn auch in dem E3-Trailer von 2001 sehen kann. Da war er nämlich noch blau und ein bisschen dünner. Da der Schlauch weg ist, kann man ihn auch gut als Trinkflasche benutzen und es schmeckt auch ein bisschen nach Geisterstaub. Also. Schmeckt kein Ektoplasma. Ja, wenn du wissen willst, wie es schmeckt, dann solltest du es vielleicht mal kaufen. Leute, das Weiße, was da drin ist, ist kein Ektoplasma. Okay, das ist eigentlich kaum. Das ist endoplasmatisches Reticulum. Eigentlich. Ja, ach du? Ja. Ach, stimmt, ja. Guck mal, Rainbow war ein gutes Stichwort, denn hier. Diese Seltenheit ist besonders, weil es nur im Juni verkauft wird, und zwar. Max, was passiert im Juli? Wird es sich schon abfärben? Gut Stichwort. Anziehung funktioniert nämlich nur im Juni beim eigenen Geschlecht. Danach wird es dann heterosexuell unter Tox sein. Oh. Also es ist nur im Juni. Es ist so ein Gimmick, ich liebe es.
Du kaufst es und dann im Juni färbt es sich ab. Okay, Leute. Leute, oh, nein. Ich habe. Dark Souls! Die mit mittelalterlichen VR-Brille. Diese VR-Brille. Keine Ahnung, wie viele von damals abstehen und Virtual Boy Games. Oh, Augenschmerzen. Dank einer Mod kann auch heiße Anime Girls 4 laufen, aber das braucht ja nur mit Sie. Naja, also ich will es auch mal ausprobieren, als Review natürlich nur. Ich finde das so der liebenswerte Mr. Snuggles. Oh. Ja. Oh, mal der damals war der Herrscher der Unterwelt und wurde von einer Hexe in Plüsch verwandelt. Heute will er nur mit dir kuscheln. Du besitzt ihn nicht, sondern er benutzt. Wenn er dich besitzt, dann bekommst du alles, was du willst. Oh. Oh mein Gott. Oh. Und bitte ihn nicht, nachts nicht füttern, bitte. Also wir brauchen natürlich etwas zur Verteidigung, muss ich mal angemerkt haben. Und zwar der Helm, der dich beschützt. Hä? Siehst du nicht, dass es ein Helm ist? Nee, sieht aus wie ein Bucket mit Haaren drauf. Sieht aus wie Popschutz. Popschutz! Popschutz. Der Popschutz! Ey! Nicht letzter! Wer wird jetzt ein Mensch? Der Ingi. Ingi! Alter, wie viel? Inks. Oha! Das ist nicht hässlich! Aber ihm fehlen leider die gefärbten Nägel, deshalb ist es schon. Ja, leider keine Hose. Leider keine Hose. Diese. Ribbit? Ribbit? Diese Töne halt machen. Guck mal, ich bin Boyfriend. Da steht er, weil er eine Mütze auf dem Kopf hat. Falsche Mütze. Oh. Tja, Max. Sieht so fresh aus. Was ist weil das Spiel schlecht designt ist, kann man nicht einfach eine andere auswählen. Okay. Ihr wollt diese französische Mütze haben. Das ist okay. Mike, tja. I, K. Ingi, Kong. Okay. Okay. Wir fangen jetzt an. 3, 2, 1. Hä? Das ist auf Deutsch? 3, 2, 1. Ach, stimmt, die haben das Spiel auf Deutsch übersetzt. Ja. Da war ja was. Ihr Menschen, willkommen zu Junktopia. Ist euch aufgefallen? Klingt halt wirklich genau wie diese Fanmade-Sachen. Aber keine Sorge, ich finde, das passt, die Stimme. Ja, aber das zeigt eigentlich, dass die Fanmade-Sachen, viele von denen sehr professionell sind. Ja. Wie bitte? Was? Wie bitte? Was hat er gesagt mit Nippeln? Verpasst ihm dann einen Namen und ein paar lustige Fakten. Verpasst ihm dann eine Clownsnase? Schließlich verpasst ihm dann eine? Aus Supergunner, komm. Hoffentlich. Am Ende des Spiels gewinnt und bekommt seinen menschlichen Körper zurück. Meine nackten Füße. Aber ich mag's als Frosch, das ist eigentlich ganz entspannt. Ja, eigentlich schon. Kann mich eine Frau küssen? Fangen wir doch damit an, dass was Schönes geschlossen. Geslosken. Verslosken. Geslosken. Verschlossen. Verschlossen. Verschlosken. Verschlossen. Verschlaflen. Verschlossen. Verflaschen. Verschlossen. Verschlossen. Okay. Wir sind so ein Gehirn, ein Hive-Mind einfach. Verschlossen. Da, die Clownsnase, ich wusste es. Bertie die Brüste. Man schreibt immer selber. Die Vorlagen sind nicht lustig genug. Ja. Da, Leute, Glocke aktivieren! Publikum wirkte einen Zauber. Da ist jemand gejoint. Mützis. Also ein Jucken unten rum. Wie bitte? Wie bitte? Oh, ich muss wahrscheinlich wieder anfangen, weil ich Partyleader bin, ne? Ah, war klar, okay. Ich hab keine Ahnung, was. Dafür funktioniert. Komm, wird schon. Okay, also. Leute! Ihr kennt ihn vielleicht noch. Den Popschutz. Diesmal ist aber die Deluxe-Variante. Also, wir haben die Wii U-Version genommen und sie auf die Switch für 60 Euro nochmal geportet. Ja?
Nachdem dein altes Mikro jetzt versifft ist vom ganzen... Naja, was auch immer ihr macht. Entweder ihr seid Ingi und schreit die ganze Zeit in dein Mikro rein. Oder seid Mützi und die ganze Zeit Pegel rein, raus, hoch, runter. Oder, und ihr seid ich und euer Mikro riecht nach Cineminis. Das kann auch mal passieren. Keine Scheißwerbung. Ja, solltet ihr auf jeden Fall das hier holen. Ihr fragt jetzt vielleicht, ja, okay, eigentlich brauche ich keinen Popschutz. Ich kann mir das Geld doch sparen. Ich sag's mal so, ohne den Popschutz wirst du so rauschen wie Michaels altes Mikrofon. Glaub mir, das willst du nicht. Das war schrecklich. Also, überleg's dir zweimal und hol dir den Popschutz, du lagst noch heute! Ross ist einfach eine Person, die nicht mal hier ist. Unglaublich, Mike. Alter, hast du einfach gerade... Huhu! Okay. Hier. Komm mit. So, wir sehen hier... Was könnte das sein? Das ist der Urgroßvater von Ingi. Und zwar, hier, das ist eine Statue von Ingis Urgroßvater, welchem verdammten Pokémon-Krieg den ich niemals gab und dem wird starb. Oh. Und laut Legenden soll der es sogar mit Rudolf dem Rentier getan. Versteht ihr Legenden wegen Pokémon Legend? Oh mein Gott! Oh Mann. Okay, Also. Oh mein Gott! Das hier ist eine schöne Puppe namens. Oh! Jack. Ist definitiv eine ganz normale Good Life Puppe. Könnt ihr schön euren kleinen, ich weiß nicht mehr, wie der Junge hieß aus dem ersten Film, schenken zu seinem 6. Geburtstag. Oh mein Gott. Was meint ihr, die Puppe funktioniert ohne Batterien? Also, ich bin. Hä? Falls also, das hier ist. dieses Objekt wurde von einem ganz, wurde eine ganze Weile jeden Freitag von einem Mädchen namens Girlfriend benutzt. Die Box startet jeden Freitag ganz von alleine einen Beat und bringt Leute dazu, gegeneinander zu rappen. Oh mein Gott, die Lore, die Box ist daran schuld, dass Boyfriend immer rappen muss. Oh mein Gott. Ingi. Ja. Ja. Da du immer Girlfriend drauf ist, jetzt kannst du das auch ruhig auf OnlyFans verkaufen. Oh, stimmt. Aber kurz sniffen. Da würden hundertprozentig Leute viel Cash ausgeben. Okay. Okay, ich bin ganz ehrlich. Ribbit. Habt ihr auch irgendwie langsam Hunger auf so eine Fliege? Der Popschutz Deluxe. 3.000 Euro! Nee, ist ein Dollar. Ribbit! Ribbit! Nicht letzter! Ja! Junge, wie die gucken. Okay. Ingi, komm! Das ist einfach so ein Ranking wie bei Mario Party. Hogi. Das hat Spaß. Hogi. Hogi. Hä? Ihr dürft wieder einkaufen. Nur gibt es diesmal zusätzlich ein Geheimobjekt zu erstehen. Das öffne nicht, da ist ein Hammer, Bruder. Ein wahrer Schatz zum Schnäppchenpreis. Ich find's immer noch krass, dass einfach Big the Cat und Duke Nukem von der gleichen Person gesprochen werden. Was? Ja. Okay, was krieg ich? Oh, es lädt so lange. Witzi, weißt du, was ich habe? Ich werd's nicht nehmen, aber weißt du, was ich habe? Oh mein Gott! Ich nehm das einfach. Ich hab den antiken Steinkumpfer. Aber ich nehme ihn nicht. Tongo Hakinaki. Also ich weiß jetzt, wie das läuft, als Zuschauer. Jo. Hier haben wir den Kopf von Sir Phone von Guy, der dieser fungierte quasi als Wache der Burg des größten Königs Frederick Fitzgerald First. Und, aber jedoch verschwand er in seiner 4. Schicht auf unerklärliche Weise. Niemand weiß, wie er genau gestorben ist. Aber jedenfalls ist das halt sein Kopf. Der wurde dann in den Trümmern der Burg gefunden. Mit sie? Ja. Dann kam er ins Bett und 2 DLC vor. Ja. Oh mein Gott. Wenn's sein muss. Also, Freunde, haltet euch gut fest, denn ich habe hier die einzig wahre Trinkflasche, die heilige Trinkflasche von Jesus. Was? Ja. Diese Trinkflasche aus dem Jahre 6
hat Jesus Christus immer mit zur Schule genommen. Er hat darin immer sein Wein versteckt, ihr wisst schon. Das der Aluhut als Deckel schützt ihn außerdem noch vor UV-Strahlen. Das war nämlich damals ganz böse mit den Steinphones. Ich bin überzeugt. Also. Boah, was? Danke. Sechs. Das ist das beste Produkt, Bruder. Danke. Netter Profit. Ehrenhalber. Ja, Mann. Nicht letzter. Yay! Boyfriend, ganz oben. Leute, mit dem Code Jesus kriegt ihr 10% Rabatt. Leute, den kann man ja da draufpacken. Oh mein Gott. Oh Mann, der Legende. Oh, oha. Damn. War sie 6 Jahre alt? Kobras und Objekte waren zwar übelst schwach, aber zusammen sind sie super stark mit diesem Namen. True, true. Ja! Boah, Rich! Oh! Ich habe jetzt halt leider die letzte Runde nicht gesehen. Mehr oder weniger. Wie viele Votes hast du denn gekriegt, Mike? 6. Ich habe fast alle bekommen. Jesus, heilige nicht, Trinkflasche! Nicht letzter. Ja, ich versuche mich gerade alle Toiletten zu verkaufen. Wird meine Scheiße dann auch Gold? Ja. Okay. Okay. Mike. Ja? Also. Oh mein Gott. Es ist tape-tipp nicht Freddy Fazbear. Okay. Okay. Dieser Teddy, wo nicht Freddy ist, ist es in Horror Game, wo ich wieder den Namen vergessen habe. Es klang ähnlich wie FNF. Bei den Spielen ging es um einen Pizzaladen und um Jumpscares. Denke ich, dass es bei Freddy ist, aber. Naja. Das ist die Untitled Goose. Es scheint nur eine Porzellanfigur zu sein. Aber manchmal macht sie Geräusche und bewegt sich. Okay. Also, das hier es sieht fast aus wie ein Buch. Ah, okay. Aber. Huh? Das war doch keine Porzellan. Huh? Leute, das hier ist der Aluhut der Verschwörungen, ja? Sobald ihr diesen Aluhut aussetzt, bemerkt ihr, dass alles eine Lüge war. Corona existiert nicht, Krieg existiert nicht, meine Freunde existieren nicht, die PlayStation 5 existiert nicht, Benzin existiert nicht, ich existiere nicht. Dieses Video existiert nicht.